Herzlich willkommen bei Psion Park Video. Mein Name ist John, ich begrüße euch auf meinem YouTube-Kanal. Diesmal geht es nicht um Smartphones oder Tablets, diesmal geht es um Copter. Auch eine mobile Variante, sehr interessant. Da stellt sich zunächst einmal die Frage, welcher Copter passt zu mir? Diese Frage klären wir jetzt. Zunächst einmal stellt man sich die Frage, welches Gerät man holen soll. Und bei allen Vergleichen schneidet hier die Mavic Pro wirklich ziemlich mit am besten ab und ist wirklich schon ein richtiger Eyecatcher. Die Kamera so angebracht, dass sie selbst in der Luft Bilder quasi verwackelungsfrei macht. Die Mavic Pro ist unter anderem sehr kompakt. Sie hat ein Bedienpult, in der sich das Smartphone einpacken lässt und liegt außergewöhnlich gut in der Luft. Ah, ist eine Sache, an die man sich gerne erinnert. Was ist das? Ah, richtig. Da gibt es auch noch VR-Brillen. Die setzt man auf, sehen ein bisschen unweise aus und dann kann man sehen, wie das ist. Allerdings sehr teuer und deshalb abhaken. Dieses passiert halt, wenn man sich nach den besten Geräten umschaut. Und die sind nun mal relativ teuer. Also abhaken. Alternative wäre selber bauen. Nein, schau mir in die Augen. Wenn ich das sehe, kriege ich eine Krise. Also schauen wir uns ein bisschen weiter um. Es gibt Quadcopter, die sind relativ zahlreich und viele kleine darunter, teilweise sogar deutlich kleiner als die Fernbedienung selbst. Also nichts für mich und bei diesem Anblick muss ich sagen, abhaken. Bestenfalls sind sie für Indoor geeignet, also nichts für mich. Die Suche geht weiter. Es gibt welche, die 3D-Flips machen, aber das ist nicht das, was ich will. Wir haben hier eine Parrot gefunden. Auch die kam nicht in Frage. Und Octocopter bzw. Hexacopter war es auch nicht. Dieser hätte es werden können, aber auch nicht. Der Fisheye-Effekt ist nicht das, was mich stört, aber es sollte halbwegs brauchbare Aufnahmen von sich geben. Also Bilder, die ich für meine Zwecke einsetzen kann. Andererseits soll das Gerät aber auch sauber in der Luft liegen. Moment, das hatten wir doch schon mal. Dann bin ich auf diesen Kandidaten hier gestoßen. Dies ist ein Hubsan X4 H501S und von dem will ich euch ein bisschen was zeigen. In einigen Punkten überzeugt. Ladezeit des Akkus 90 Minuten, naja, das ist okay. Kann man sich ja ein, zwei Reserve holen, was ich dann auch gemacht habe und dann schaut man weiter. Die Reichweite je nach Bedienpult hat man so 300 bis 800 Meter. Fluggewicht war jetzt auch nicht so entscheidend, aber die Flugzeit war ganz entscheidend. Bis zu 20 Minuten sieht natürlich schon ganz anders aus, als wenn man mit dem Copter gerade mal so 5 bis 7 Minuten oder 10 Minuten maximal in der Luft bleiben kann. Naja, und so spielte halt unter anderem auch eine wesentliche Rolle, dass der Copter eine GPS-Positionierung hat und auch die Höhe dementsprechend etwas halten kann. Eine Return-Home-Funktion war mir eigentlich auch ganz wichtig und die Follow-Me-Funktion ist auch nicht unbedingt verkehrt. Das waren halt die Punkte, auf die ich schon Wert gelegt habe. Naja, und letztendlich auch der Preis. Auch der spielt natürlich irgendwie eine Rolle. Bestellt habe ich das Ganze dann letztendlich über Gearbest. Wie und warum, erfahrt ihr gleich. Die Bestellung sollte übrigens zunächst rausgehen über Amazon. Da hatte ich einmal hier geschaut, weil es halt ein relativ günstiger Preis war. Hubsan H501S X4 First Person View. Okay, da habe ich dann dementsprechend nachgeguckt und habe mich dann für die weiße Variante entschieden. Das ganze Ding sollte dann der Verkauf stattfinden über Fishing King.
Ja, ich habe das dementsprechend dann geordert und jedenfalls ist die Bestellung schiefgegangen. Warum die schiefgegangen ist, dazu später. Dann bin ich da einhergegangen und habe gesagt, okay, wenn ich es da nicht bekomme, dann nehme ich halt den nächsten und bin dann hier rüber gegangen. So, da war dann der Versender CS Priority. Und auch hier ging die Bestellung dann letztendlich schief. Dreh- und Angelpunkt war dann letztendlich eine Sache, die, zumindest hier vielleicht ein bisschen ersichtlich wird. Schauen wir nochmal nach. Und zwar wurde dann hier die Bestellung von mir aus storniert, weil einfach der Anbieter einfach die Zahlung über Abbuchung von dem Konto nicht durchführen wollte und zwingend eine Kreditkarte halt zur Bedingung machte. Und bei dem anderen war es dann der gleiche Fall. Das hat letztendlich dazu geführt, dass ich das ganze Ding dann bei GearBest geordert habe. Und da ging das dann erfreulicherweise auch per PayPal. Hier seht ihr einen KineMaster. Jetzt, wo ich gerade diesen Film noch zusammenschneide, jetzt bin ich gerade am Schauen. Haben wir hier irgendwo was drin? GearBest, klar. Hier vorne. So, hier haben wir dann die Bestellung dann über GearBest. Auch hier über die Internetseite erreichbar und das Ganze dann mit allem drum und dran für 288. Soweit ich das hier sehen kann. Wie auch immer. Das war günstiger. Das war die eine Variante. Ich hatte die weiße Variante. Muss ich mal eben gucken. Vielleicht finden wir es wieder. Hier vorne, My Orders. So, schauen wir jetzt einmal hier auf die Bestellnummer. Dann kommen wir hier auch auf die weiße Version. Ist im Moment noch in Bearbeitung, wie man gerade gesehen hat. So, und hier ist dann der Copter, den ich dann bestellt habe. Da ist er nochmal, da ist er von vorn, da ist er dann auch nochmal. Aus einer anderen Perspektive, hier bei Nacht bzw. bei Dunkelheit mit verschiedenen LEDs und hier nochmal dann dementsprechend mit den ganzen Zubehörteilen. Hier haben wir nochmal die verschiedenen Ansichten, diesmal ein wenig größer. So, und hier haben wir dann die Zubehörteile. Da sind dann einmal hier die Propeller dabei, dann hier das Ladenetzteil mit dem dementsprechenden EU-Adapter, damit man das dann hier auch nutzen kann. Hier das Steuerpult und hier muss man dazu sagen, hier gibt es noch ein anderes Steuerpult, eine erweiterte Version. Die hat dann, die ist dann ein bisschen breiter, dafür nicht ganz so hoch und hat dann hier oben jeweils eine Antenne. Einmal für den Transmitter selber, also für die Übertragung, für die Funksignale zum Copter und einmal für die Videoübertragung, damit dieses Gerät dann auch das Live-Bild empfangen kann. Hier unten haben wir die Fernbedienung dann noch einmal aus der Nähe bzw. eine Abbildung davon.
Und hier oben, das ist dann halt der Monitor. Ja, wie gesagt, das ist im Prinzip des Rätsels Lösung gewesen. Und hier vorne kann man dann nochmal auswählen, falls man bei GearBest bestellt und die Farbe hier auswählt, dann kann man hier also das Schwarze bestellen mit US-Plug oder halt wie in meinem Fall dann die weiße Version, die ist dann mit EU-Netzadapter. Ja, und hierüber kommt ihr dann zu dem Video, was ihr dann gerade im Hintergrund seht. Das Ganze dementsprechend auch etwas günstiger als bei Amazon. Allerdings gibt es dann noch Kosten wie Shipping und so weiter und Versicherung. Naja, ich denke mal, dass sich das insofern dann auch nochmal ein bisschen lohnen wird. Ob das jetzt unbedingt so richtig gewesen ist, wie ich das gemacht habe, keine Ahnung. Ich erwarte das Ding, werde euch dann noch auf dem Laufenden halten. Und ja, wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos beim Unboxing. Und mal schauen, wie das dann weitergeht. Ich hoffe, ihr seid gespannt und schaut mir beim nächsten Mal zu, wenn wir das ganze Ding dann auspacken.